Erster Podestplatz für die ÖSV Damen in der neuen Saison. Bernadette Schild legt im Slalom von Levi im 2. Durchgang eine Aufholjagd hin und fährt mit Laufbestzeit von Rang 12 noch auf Platz 3, plus 0,79. Für die ÖSV Damen ist es der erste Podestplatz in Levi seit 2014. Den Sieg holt sich Topfavoritin Michaela Schifrin, USA, die sich 0,58 Sekunden vor Petra Vlhová, SVK, durchsetzt. Katharina Gallhuber, vierte nach dem 1. Lauf, belegt Platz 7, plus 1,05. Gefolgt von Katharina Linsberger, plus 1,24. Katharina Truppe verbessert sich im Finale auf Rang 16, plus 2,61. Katharina Huber belegt Platz 20, plus 2,91. Die 22-jährige Marie-Therese Sporer sammelt bei ihrem zweiten Weltcup-Einsatz als 26. die ersten Punkte. Für Schifrin ist es in Levi bereits der dritte Sieg nach 2013 und 2016 und ihr insgesamt 44. Weltcupsieg. Im Slalom konnte sie 24 der letzten 31 Rennen für sich entscheiden. Österreichs Damen warten hingegen seit 4 Jahren auf einen Slalom-Sieg.